Ja. Ja, hallo, grüezi, herzlich willkommen, liebe Hinseherin, lieber Hinseher. Ich freue mich, dass du dich für das Interview mit Stefanie Bruns interessierst. Ja, zu dir, Stefanie, vielen Dank, dass du da bist, dass ich mit dir ein Interview führen darf. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Peter, ich freue mich über die Einladung. Ein herzliches Hallo in die Runde an alle Zuschauer. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, du bist wie ich auch jetzt Kongressveranstalterin. Also du hast im November diesen genialen Online-Kongress gemacht, also für Coaches. Und was mich dann eben selbst inspiriert hat, eben wirklich einen zu machen, einen Online-Kongress jetzt. Du bist Diplompsychologin. Ich denke mal, dass du das so ein bisschen auf eine erweiterte Art und Weise machst, also nicht streng psychologisch, weil wenn ich sehe, was du da für Leute eingeladen hast, eben auch Kongress, zum Beispiel die Heidi Marie Wellmann und so, also es geht sich auch eben ins geistige, spirituelle dann hinein. Ja, du bist systemische Therapeutin, also systemisch meint da eben, man schaut da auf das ganze Umfeld, das soziale Umfeld. Du machst auch Familientherapie. Deine wahre Berufung ist seit einiger Zeit eben auch das Online-Coaching. Du bist Persönlichkeitsentwicklungstrainerin, wenn ich das so sagen darf. Du hilfst auch eben so anderen Menschen, ihr Potenzial vorwärts zu bringen. Ja, in deiner Arbeit spielt zum Beispiel das innere Kind eine wichtige Rolle. Jetzt deiner Meinung nach. Wie kann man jetzt das eben sehen? Also wie kann man da in Bezug auf das innere Kind eine neue Orientierung finden? Also wenn man sich dann auch orientieren will im Leben, was spielt eben da das innere Kind für eine Rolle? Also wenn es darum geht, ja, ich möchte eine neue Freude gewinnen für das und das und das, also dann denke ich, ist das eben wichtig zu beachten. Genau, also erstmal vielen Dank für die charmante Einführung. Es ist auf jeden Fall wichtig, im guten Kontakt mit seinem inneren Kind zu sein. Und das ist eben den meisten von uns erstmal erschwert, weil sie eben in der Kindheit den Bezug verloren haben, verlieren mussten, also die Überlebensstrategie quasi gewählt haben, schneller erwachsen zu sein, als eigentlich naturgemäß vorgesehen gewesen wäre. Ne? Und wir müssen dann eben gucken, dass wir von unserem strategischen Denken, von unserem sehr kognitiv geleiteten Tun und Handeln wegkommen und zu dieser emotionalen Ebene, die ja sehr, sehr stark auch das Kindliche widerspiegelt, hinzukommen, sodass wir wirklich mehr aus dem Bauch heraus entscheiden. Ja? Also die Psychologie nennt es gern emotionale Intelligenz, um mal so diesen Brückenschlag zu machen. Viele schrecken bei diesem Begriff inneres Kind zusammen, weil sie denken, ja, ich will doch nicht infantil sein, ich will ja nicht irgendwie zurück. Ich bin froh, dass ich jetzt erwachsen bin, dass ich alles anders machen kann. Aber es ist trotzdem sehr, sehr wichtig für unser Leben im Jetzt und Hier, also gerade als Erwachsene, da im guten Kontakt zu sein. Und nicht nur bei der eigenen Kindererziehung, sondern überhaupt, um sein volles Potenzial auch leben zu können, ja? Weil wir haben da einen unheimlichen Schatz, der für viele verborgen ist. Und wir müssen einfach zusehen, dass wir da wieder Kontakt bekommen. Wie geht das? Das ist ja die spannende Frage. Also es gibt ja zahlreiche Anleitungen, so wie Briefe schreiben oder einfach mal spielen, was man früher gern gemacht hat, sich altes Spielzeug zuzulegen, was einen damals so begleitet hat. Das ist für viele eine Variante. Aber bei manchen geht das eben nicht, weil die Blockade zu stark ist. Also ich habe jetzt über 12 Jahren eben Leute begleitet, bei denen das unterschiedlich schwer blockiert war.
Und jeder muss da letztendlich auch seinen eigenen Weg finden. Also wir als Therapeuten, wir können Impulse geben, wir können Anregungen geben, wir können mit unserer eigenen Intuition arbeiten, wo wir denken, so, das hört sich so an, als ob da jetzt eine kindliche Emotion mit im Spiel ist oder als ob das vielleicht ein Thema ist, was du früher hattest. Also man muss sich quasi wie ein Detektiv mit Detektivhut und Lupe auf den Weg machen und gucken, wo wir Kontakt bekommen. Und vor allen Dingen auch kann es manchmal sehr, sehr sinnvoll sein zu schauen, was ist eigentlich damals passiert. Also in welchen entscheidenden Momenten haben wir verlernt, diesen Kontakt zu unserem Kind zu halten? Und sind wir eben schneller erwachsen geworden? Weil das kann manchmal auch die Lösung enthalten für die Bindungswiederherstellung. Ja, und wie bei allem ist quasi ein Zeitfaktor ein sehr, sehr großes Thema, also dass wir uns einfach Zeit dafür nehmen, dass diese Entwicklungsprozesse auch wirklich sich entwickeln können. Und das geht nicht so von heute auf morgen, nur weil ich jetzt denke, so, oh, jetzt weiß ich, was mir fehlt, der Kontakt zum inneren Kind. Jetzt mache ich da was. Ja, also es kann wirklich ein jahrelanger Transformationsprozess sein, das sage ich immer dazu, damit es nicht so enttäuschend ist, so ungefähr, ich habe es probiert, ich habe jetzt da ein Buch gekauft, ich habe jetzt da mich begleiten lassen vom Therapeuten, aber ich komme da nicht ran, das ist nichts für mich und dass da einfach zu früh aufgegeben wird, weil je nachdem, wie stark man sich eben zurückgezogen hat mit seinen kindlichen Anteilen, desto schwieriger ist es, da wieder ranzukommen. Aber ein Beziehungsaufbau ist auf jeden Fall möglich. Ja? Und manchmal eben geht es wirklich nur darüber hinzuschauen, was ist da eigentlich passiert und wie hat sich das innere Kind, also wie habe ich mich damals gefühlt? Ja? Also als ich eingesperrt wurde auf dem Dachboden oder als mich jemand ausgeschimpft hat, als ich ganz alleine da stand in der Schule und niemand hat zu mir gehalten, als ich als Letzter in den Sportkurs gewählt wurde oder was auch immer für traumatische Szenen. Und das nenne ich wirklich traumatisch, weil es ist so für ein Kind, ja, wenn es quasi den Glauben an sich selbst verliert und sich wirklich alleingelassen fühlt, dann muss es irgendwie einen Schritt höher gehen. Ja? Also es muss aus sich heraus lernen, okay, ich stehe mir jetzt bei. Ne? Niemand steht mir bei, dann stehe ich mir bei. Und ich stehe mir quasi mit einem höheren Selbst, mit einem erwachseneren Selbst auch bei. Ja? Also so kann man sich das theoretisch vorstellen, wie passiert überhaupt diese Entzweiung. Ja? Also wie kann man sich das theoretisch vorstellen, dass das überhaupt passiert? Und das sind eben wirklich beängstigende Momente, wo das passiert und wo wir in eine Überlebenshaltung gehen. Ja? Mhm. Also der Mensch hilft sich selbst, weil keiner ihm zusteht, weil niemand ihm hilft. Und das kann eben manchmal dazu führen, dass wir viel, viel schneller erwachsen sind und gar nicht mehr unsere ganzen Anteile ausleben können. Ja? Und so verlieren wir sie und im späteren Alter gewinnen wir sie zurück. Du hast es gesagt, also das ist auch gut für eben eine Krisenbewältigung, eben also wichtig, das innere Kind, das zu beachten. Zum Beispiel Robert Betz, das können ja aber auch andere sein, die sagen ja auch, also dass wenn ich mich verletzt fühle, zum Beispiel durch meine Partnerin oder Partnerin, also wenn ich da mich ärgere und so, dass ich im Prinzip mich selbst verletze, beziehungsweise da muss noch irgendwie ein verletztes Kind in mir sein. Also nicht ich als Erwachsener jetzt in der Situation bin verletzt, sondern eben das innere Kind in mir ist verletzt noch. Was meinst du zum Beispiel? Auch, ich weiß natürlich, das ist sehr komplex und eine große Geschichte. Aber was kann man zum Beispiel deiner Meinung tun, um da mehr Frieden in seine eigene Geschichte, in seine eigene Vergangenheit zu bringen? Ich meine da zum Beispiel verrücktes Elternhaus oder irgendwie eben die Beziehungen, die mühsam waren oder zum Beispiel der Chef oder so der Arbeitsplatz und so, also die Vergangenheit. Ja, wie könnten wir da eben optimal damit umgehen?
Ja, also zuallererst muss man ein Gewahrsein dafür entwickeln. Ne? Das heißt wirklich, man kann mit einer Art Aufmerksamkeitstraining hinschauen. Ne? Also wenn diese Verletzung erstmal wahrgenommen wird, und das ist ja auch erst schon mal der zweite Schritt. Also der erste Schritt ist eigentlich, dass du irgendwie wütend bist, schlechte Laune hast. Also irgendeine Emotion, die du gar nicht jetzt separierst von dir, ne? Sondern du bist das. Du hast das in dem Moment und du musst auf einer Metaebene erstmal realisieren, oh, ich bin jetzt wütend oder ich bin jetzt enttäuscht oder ich bin irritiert, ne? Und erstmal das Gefühl formulieren. Und dann kannst du sehen, wo kommt es her? Also was macht das mit dir? Und also, weil der und der das und das gemacht hat, ne? Das ist ja dieses Muster so. Dann habe ich es erstmal versucht outzusourcen und zu sagen, der ist schuld. Also das ist quasi mit dem dicken Finger drauf zeigen. Und dann kann ich aber von dieser Metaebene heraus, weil das geht wirklich nur, wenn ich ein bisschen Abstand habe von dieser Situation, dann kann ich das beurteilen und kann mir das nochmal in Ruhe anschauen. Und wenn man so aufgewühlt ist, und viele Emotionen kommen ja direkt aus dem Stammhirn, das heißt, wir reagieren aus dem Stress, wir verteidigen uns oder wir ziehen uns zurück oder wir machen direkt einen Frontalangriff und feuern zurück. Dann kann ich das nicht. Ja? Also ich muss wirklich erstmal durchatmen, wieder in mein Körperbewusstsein kommen und dann ein Stück zurücktreten. Dann kann ich schauen, was ist jetzt hier eigentlich passiert? Was hat mich jetzt so aus der Bahn geworfen? Ne? Und dann kann ich sehen, okay, das und das ist passiert. Mein Partner hat das und das jetzt gesagt. Das erinnert mich an diese Situation und ich möchte aber nicht mehr das Opfer sein oder ich bin kein Täter oder was auch immer diese Struktur jetzt hervorgerufen hat. Und dann kann ich gucken, kenne ich das irgendwo her? Ja? Und kommt mir das bekannt vor? Und dann kommen wahrscheinlich ein paar Situationen, wo ich mich ähnlich gefühlt habe, wo ich ähnliche Situationen hatte, nicht mit dem Partner, sondern das war vielleicht dann mein Opa oder mein Vater oder das war eben der Lehrer oder irgendeine wichtige Bezugsperson. Und dann kann ich schauen, was hätte ich denn in diesem Moment als Kind, also in der frühesten Situation, an die ich mich erinnern kann. Ja, also da gehen wir dann gedanklich zurück und dann schaue ich, was hätte ich denn da am meisten gebraucht. Ja, und das sind dann so Sachen wie, ich hätte mir gewünscht, mich hätte jemand gesehen mit meinen Bedürfnissen. Ich hätte mir gewünscht, jemand hätte zu mir gehalten. Ich hätte mir gewünscht, ich wäre gehört worden, ja, mit dem, was ich wahrlich gedacht habe. Oder ja, mir hätte jemand Glauben geschenkt. Oder irgend so eine Formulierung kommt an dieser Stelle meistens. Und ich kann aber jetzt faktisch diese Zeit nicht zurücktreten. Ja? Es ist passiert, das ist eine Realitätsebene. Und so wie ich gern arbeite, ist es eben mit den Erkenntnissen der Hirnforschung, nämlich die da besagen, dass wir, egal, ob das tatsächlich stattgefunden hat oder nicht, die gleichen Hirnareale feuern quasi, also sind aktiv. Also das heißt praktisch für uns jetzt im Therapeutischen, wir können in diese Situation zurückgehen und zum Beispiel was addieren, ja, zu dieser Situation. Also gar nicht jetzt irgendwie überprogrammieren oder löschen. Also da bin ich überhaupt kein Freund von, weil das ist ja wirklich passiert. Ja, dieses Drama ist ja passiert. Aber ich kann in einer zweiten Dimension quasi mir Hilfe zukommen lassen. Und für das Gehirn ist es quasi nahezu irrelevant, ob das tatsächlich stattgefunden hat oder nicht, sondern es gibt mir ein beruhigendes Gefühl. Und wenn ich zum Beispiel mit Menschen arbeite, also ich habe da einen Fall vor mir, das sind häufig auch erwachsene Menschen, ja, die gehen zurück und sagen, meine Geburt war traumatisch. Also meine Mutter hatte schlimmste Schmerzen, mein Vater war nicht da, war im Krieg oder ne, hatte sie verlassen schon vorzeitig. Und meine Mutter konnte mich nicht annehmen als Kind. So, und dann gehen wir in diese Situation zurück und derjenige als heute erwachsener Mensch stellt sich hin und nimmt mit einem Kissen quasi, also symbolisiert mit einem Kissen, sein inneres, neugeborenes Kind und stellt sich dazu als erwachsene Person. Ja? Also das muss gar nicht jetzt anstelle des Vaters sein oder es muss gar nicht dann die bessere Mutter sein, sondern das kann er sein, ja, als wirklich erwachsener Mensch. Er geht zurück in diese Situation und hält sich so, wie er sich gewünscht hätte, gehalten zu werden.
Und dann gehen wir da emotional rein und spüren eben, und das kann jeder quasi nach dieser kurzen Anleitung bei sich auch zu Hause machen. Ja, also wenn es, meine Empfehlung ist, wenn es wirklich sehr, sehr bewegend ist, wenn es hochdramatisch ist, wenn man wirklich das Gefühl hat, ich schaffe das alleine nicht, dann sollte man sich professionelle Begleitung suchen. Also das sei immer dazu gesagt, bei allen Interventionen, bei allen Empfehlungen, die ich gebe, sobald das nicht fruchtet, ja, was jetzt hier durch den Bildschirm fließt, sobald diese ganzen Empfehlungen nicht ausgeführt werden können, dann ist immer angezeigt, sich wirklich professionell begleiten zu lassen. Und aber anhand dieser kurzen Anleitung kann man wirklich sich durch ganz viele Situationen spielen, egal jetzt, ob das die Geburt, ne, ich habe es jetzt nur mal exemplarisch gezeigt, oder irgendeine andere Situation ist, man kann sich dazustellen und man kann quasi diesem Kind, was sich so allein verlassen, irritiert, ne, nicht gehört, gefühlt hat, man kann beistehen und sagen, ich höre dich, ja, und dann aus dem Erwachsenen ich heraus sagen, jetzt bin ich für dich da. Ne? Ich gebe dir halt. Ich verstehe dich vollkommen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie du dich jetzt fühlst. Und das ist einfach die Funktion eines Zeugen. Ja, also im Psychologischen hat man in der Forschung herausgefunden, dass was macht eigentlich den Menschen stark? Also Resilienzforschung. Ne? Was ist der Unterschied zwischen jemand, der ein Leben lang an einem Trauma leidet und jemand, der das gleiche Trauma erlitten hat, aber ganz normal durch das Leben schreitet. Ne? Und da hat man festgestellt, dass die Anwesenheit eines Zeugen, und das kann zum Beispiel eine Person sein, aber das kann auch ein Hund sein oder das kann sogar ein Baum sein, ja, oder ein Plüschtier. Auf jeden Fall jemand, der bezeugt, dass dieses Leid geschehen ist. Weil das Schlimmste, was wir erleben können als Menschen, ist, dass wir uns dissoziieren, also wir spalten uns in dem Moment, wo wir uns nicht sicher sind, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Ja? Also wenn wir was Schlimmes erlebt haben und es kommt jemand und sagt, war doch nicht so schlimm, jetzt komm, hab dich nicht so, dann ja, gibt es nur zwei Lösungsmöglichkeiten für uns. Entweder wir sagen, okay, war nicht so schlimm, ich lieg falsch, ich habe jetzt keine Schmerzen, dann ist das, was ich jetzt gerade spüre, kein Schmerz. Ja? Oder ich sage, der spinnt doch, ich spüre doch ganz genau, dass ich jetzt hier Schmerzen habe. Ne? Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, und das sind Überlebenshaltung. Ja, das ist ja als Kind zum Beispiel, hast du das nicht bewusst. Ne? Das sind alles unbewusste Prozesse, wie ich das jetzt beschrieben habe. Sondern der Körper entscheidet sich einfach für eine Variante. Und das muss dann wieder aufgedeckt werden. Ne? Und da musst du hin und da musst du dann gucken, wie du das am besten, ja, galant ergänzt, ja, deine schlechten Erfahrungen. Ja. Und das ist eine Möglichkeit, daran zu kommen. Jetzt meiner Meinung nach gibt es da ja im Zusammenhang eben mit unseren Blockaden da ein doofer, falscher Spruch, der da lautet, ja, irgendwann wächst mal Gras drüber. Also irgendwann ist dann sowieso mal verschwunden. Also an das glaube ich eben nicht, dass ich denke da eher, dass es einfach so lange immer wieder kommt, bis man es gelöst hat. Also wahrscheinlich ist es gut, Stefanie, auf unsere Wiederholungen oder einfach auf die Wiederholungen im Leben zu achten. Also was wiederholt sich denn immer wieder Ärgerliches oder Unschönes? Also 10, 15, 20 Mal der gleiche Mist, oder? Also was kann man da machen oder wenn eben da eben, was sollte man da am besten machen? Also wenn sich immer wieder etwas wiederholt, eigentlich, ja, ich glaube, hinsehen, hinschauen, das annehmen, oder? Oder eben sich dem widmen, wie du da vorher gesagt hast, oder? Also diese Wiederholungen, oder? Das ist es ja, oder? Finde ich. Genau. Wir sagen ja als Systemiker quasi Verhaltensmuster dazu, ja. Also alles sind Pattern und wir schauen hin und gucken eben, wie hat der reagiert, wie reagiere ich, was macht quasi das Gesamtsystem auch aus. Also es sind ja immer komplexe Interaktionen. Es ist ja nicht nur der Partner, sondern es ist ja auch eine dritte Person, die irgendwas darüber denken könnte oder wo ich denke, sie denkt das darüber, ja? Was mich wieder beeinflusst. Ob das nun wahr ist oder nicht, es ist meine Wirklichkeitskonstruktion.
Und die gilt es eben ja zu beobachten und erstmal zu reflektieren. Und in dem Moment, wo ich eben diese vorhin schon erwähnte Metaebene einnehme, kann ich das überhaupt erst. Ja? Also erst wenn ich mich verstehe als erstens mehrere Anteile, als jemand, der nicht nur mit seinen Gefühlen direkt assoziiert ist, ja, nicht nur mit seinen Gedanken direkt assoziiert ist, sondern als jemand, der zwar Gefühle hat und Gedanken, aber der weitaus mehr ist als das. Ja? Und gerade in dieser Arbeit mit dem inneren Kind tendieren wir wirklich dazu, und das betone ich wirklich oft und gern und auch aus wirklich vielen Erfahrungen, tendieren wir dazu, uns sehr zu identifizieren mit dem Gefühl. Also, dass wir wirklich sagen, ich fühle das jetzt aber, ja, ich fühle mich gelähmt, ich kann nicht. Und dann bleibt man da wochenlang im Bett liegen und sagen, ich komme da nicht raus, ich habe die Krise, ja. Und das passiert, weil wir eben so lange nicht fühlen durften, ja. Und weil wir damals in vielen Situationen eben gelernt haben, es ist besser nicht zu fühlen und oder ich fühle für die anderen mit, aber ich fühle nicht für mich, ja. Ich bin ein sehr hochsensibles Wesen. Ich fühle quasi, wie meine Eltern sich fühlen und versuche immer diese Schwingung zu kompensieren. Ich gehe da rein in dieses System. Ich bin der Lückenfüller. Aber meine eigenen Gefühle, auf die horche ich nicht, weil das würde mich überfordern. Ne? Und wenn wir dann dabei sind und wir arbeiten an diesen Prozessen und an uns und an diesem Kontakt, dann sind wir sehr stark im Gefühl. Und das kann dazu führen, dass wir wirklich dann ja sehr, sehr tief in dieser emotionalen Ebene drin sind und länger da drin sind, als es vielleicht sein muss. Ja, also es ist wichtig, das zu fühlen. Aber man muss sich auch an irgendeinem Punkt dann wirklich wieder behaupten und sagen, ich bin weitaus mehr. Ja, es ist jetzt ein Gefühl. Und dann, es ist zum Beispiel auch nur ein Gedanke. Ja, also der Gedanke kommt zuerst und dann fühle ich mich dementsprechend. Und wenn ich das erkannt habe, dass ich nicht meine Gedanken bin, sondern dass meine Gedanken irgendwelche Strukturen aus dem Unterbewusstsein widerspiegeln, auch irgendwelche Erfahrungsschätze, vielleicht auch noch viel, viel längeres mitgebrachtes Zeug von den Vorfahren, ja, dann kann ich viel schneller ich sein, also ich, was meine wahre Essenz wirklich ausmacht, ja. Und das ist eben weitaus mehr als nur das Gefühl und nur der Gedanke, obwohl beide natürlich sehr, sehr wichtig sind und ein wahrer Schlüssel zur Selbsterkenntnis. Ne? Das muss man also auch. Darf ich das gerade rasch aufgreifen, Stephanie, wenn du sagst, ich bin, also heißt das, also ich, du meinst damit authentisch sein, meine eigene Meinung haben, wissen, was mir stimmig ist, was mir gut tut, dass ich Nein oder Ja sagen kann, dass ich einfach eine, ja, eine sichere, souveräne Persönlichkeit darstelle, die eben auch eigene Wege beschreiben kann, eben die Selbstverantwortung trägt über ihre Gedanken, Gefühle, Handlungen und so weiter. Also ich nehme an, das hast du mit ich dann gemeint, oder? Weil genau, also es ist weitaus mehr. Ne? Wenn ich jetzt mich nur auf mein Gefühl zum Beispiel verlassen würde und sage, ich möchte jetzt den nächsten Schritt gehen in meiner Persönlichkeitsentwicklung und dann kommt Angst, ja, und ich denke so, um Gottes Willen, das macht mir Angst, da gehe ich nicht lang, ja, das fühlt sich unangenehm an und ich schreite da nicht vorüber und mein Geist, mein Kopf, meine kognitive Seite sagt mir, wie gefährlich, wenn du jetzt deinen gewohnten Pfad verlässt, du weißt überhaupt nicht, was auf dich zukommt, bleib lieber bei deinen Leisten, ja, und geh deine eingetretenen Wege, aber sie sind eingetreten, dann würde ich nie mich entwickeln können, ja, und das meine ich, wir sind weitaus mehr als nur die Gedanken und nur die Gefühle, weil es gibt noch einen Anteil, ja, und den, ja, die Spirituellen beschreiben ihn mit dem höheren Selbst, ich würde da gar nicht mich so festlegen auf irgendeine bestimmte Theorienschule, sondern einfach das, was noch darüber hinaus da ist, ja, wie auch immer das jemand nennt, manche sagen Gott geführt, manche sagen, wenn ich eine Eingebung habe, aber es muss gar nicht so definiert sein, sondern darüber hinaus gibt es etwas und das bist auch du, ja, und das kann natürlich eine spirituelle Geschichte sein, ja, muss aber nicht, also für die, die damit nicht gut leben können, kann das irgendwas ganz, ganz anderes sein, aber du bist weitaus mehr, also das heißt, wenn du einen inneren Drang hast, woher der auch immer kommt, ja, manche nennen es Intuition,
dann geh auch diesem nach. Ja? Obwohl deine Gedanken und obwohl dein Gefühl vielleicht sich erstmal unbehaglich anfühlen. Also es gibt Punkte, da musst du diesen Rubikon überschreiten und musst auch eine Entscheidung fällen, die eben nicht erklärbar ist. Also weder emotional noch rational verständlich, sondern irgendwas sagt dir, du musst da jetzt durch. Ja? Und dann folge auch dem. Aber weißt du, Stephanie, wenn du das sagst, mir kommt das noch etwas in den Kopf, was ich auch in meinen Beratungen viel sehe. Eben, es gibt noch etwas darüber. Also da kommt mir eben auch in den Kopf, wir können das ruhig einnehmen. Also, dass es nicht schadet, ins Bewusstsein zu bekommen, dass wir selbst Erschaffende sind. Ich gehe sogar weiter, Gottmenschen, also das göttliche, universelle in uns haben. Also ich sehe einfach, Stephanie, dass das viele Leute noch nicht im Bewusstsein haben, dass sie eben selbst eben erschaffen können, also selbst autorisiert zu sein. Wir haben jetzt die Gefühle, die Gedanken eben angesprochen, dass wir im Prinzip selbst bestimmen können, was wir denken und was wir fühlen wollen. Viele meinen immer, das sei von außen her abhängig. Ich habe übrigens zuvor noch eine Frage. Was meinst du dann? Das ist doch auch noch relativ weit verbreitet, eben die Opferhaltung. Also, weil eben, es fühlen sich eben viele immer noch als Opfer. Ich weiß, das ist vielleicht nicht immer so ganz einfach, je nachdem, was man in der Vergangenheit erlebt hat. Aber hast du zum Beispiel auch die Meinung, dass ich eben im Leben, also das kann man jetzt als spirituell bezeichnen, ich weiß nicht, dass sich im Leben zwei Menschen oder zwei Parteien anziehen, um miteinander eine bestimmte Erfahrung zu machen, aus welchen Gründen auch immer. Oder siehst du das anders oder siehst du das ähnlich oder kann man das so sagen, gerade jetzt in Bezug jetzt auch Opfer, Täter und so, das Zusammenspiel und so? Genau, also ich denke genauso, wie du das auch vorhin schon erwähnt hast, dass man immer wieder auf bestimmte Situationen trifft, die natürlich bestimmte Situationen aus der Vergangenheit widerspiegeln. Und wenn man das jetzt in Mustern sieht, ja, diesen Mustern entsprechen. Und das passiert so lange, bis wir einen Teil in diesem System ändern. Und es kann sein, dass sich ein anderer ändert, ja, ein anderer Part im System, also ein anderer Mitglied des Systems, mein Partner oder so, aber darauf kann ich gar nicht bauen, ja, weil das, wenn das passiert, dann passiert das zufällig. Das, selbst wenn ich irgendwas mache, damit irgendjemand anders sich verändert, muss das überhaupt nicht zu dieser Veränderung führen, ja. Es kann quasi was ganz anderes rausgehen. Es ist nie direktional, ne? Also das, so sehe ich das. Und am besten ist, ich ändere mich natürlich und das kann Auswirkungen haben, aber dass nur ich mich ändere, damit sich andere ändern, das wäre auch wieder der falsche Ausgangspunkt, ja. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir immer wieder in diese Wiederholungsschleifen laufen, bis sich das ändert. Ja, also wir versuchen quasi immer wieder, wenn man das jetzt mit so einem homöostatischen System versteht, also die Natur versucht sich zum Beispiel auch in einem Ökosystem immer wieder auszugleichen, ne? Mhm. Und das versucht es immer wieder neu. Und so ist es im menschlichen System auch. Also wenn zwei menschliche Systeme aufeinandertreffen, die versuchen sich auch immer wieder ein Stückchen weiterzuentwickeln. Ja, das ist das oberste menschliche Bedürfnis, wenn alle Grundbedürfnisse gesichert sind, ne? Und das passiert eben so lange, bis es irgendwie mal ein funktionaleres Verhaltensmuster ergibt. Ja? Also wenn wir uns vorstellen, ein Verhaltensmuster kann entweder funktionieren, also funktional sein, oder nicht funktionieren, dysfunktional sein, dann passiert es eben so lange, dass wir uns da reiben, bis es eine Veränderung gibt, bis quasi die Homöostase, die Selbstregulation angeregt wird und mir dann aus diesem Dilemma, aus diesem alten Muster heraus ein neues entwickeln. Ja, also dazu zählt eben auch, bestimmte Verhaltensweisen behutsam abzulegen und durch neue zu ergänzen. Aber dazu muss ich erstmal wissen, welche von meinen Verhaltensweisen sind denn gut? Ja, weil nicht alles, was ich damals als Überlebensmuster gelernt habe und lernen musste, ist automatisch schlecht. Ja, also viele Anteile davon, diese Hypersensibilität zum Beispiel, ja, dieses Gewahrsein für den anderen, das kann von Vorteil sein, ja, aber nur, wenn ich mich nicht selbst total vergesse und leugne dabei, ne? Also es kann mir sehr gut nützen, ne? Viele Therapeuten sind einfach auch
hypersensibel. Ja. Aber dann muss man sich auch abgrenzen können, denke ich gerade mal, mit dieser Hypersensibilität. Genau. Also das kann gut sein. Ja. Also dieser Anteil, der dabei gut ist, ist, dass du eben super auf die anderen eingehen kannst, du dich super einfühlen kannst, ja, dass du sofort connectest und sagst, boah, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Aber wir dürfen eben dabei nicht unsere eigene Grenze verschwimmen lassen. Ja? Und die ist einfach da, weil wenn ich zum Beispiel immer nur einfühlsam bin und immer nur mitfühlen, wo bin ich dann noch? Ja? Also wo spüre ich mich? Und das ist das, was wir dann lernen müssen, und diese eigene Grenze wahrzunehmen. Ja, jetzt noch etwas zum Thema Kind beziehungsweise Kleinkind. Wir als Erwachsene, wir sind also schön konditioniert und planmäßig und ja, immer alles muss unter Kontrolle stehen und so. Wieso kann es eben wertvoll sein, ab und zu mal so auf die Kleinkinder zu schauen, wie sie es anstellen? Ich glaube, da können wir als Erwachsene doch recht viel lernen. Du hast mal als Beispiel, du hast ja vorher auch mal von den Ängsten gesprochen. Ich meine, Kleinkinder haben in dem Sinne meiner Meinung nach nicht Angst, weil sie sich nicht vor den Konsequenzen fürchten. Also sie haben nicht, da kommt nicht der Verstand und der Kopf und ja, was wäre denn oder so, wenn das dann so käme und so. Also ich denke, da können wir doch einiges, also ich glaube, wir können doch einiges mehr abschauen, oder? Also von den kleinen Kindern. Genau, also die handeln sehr intuitiv. Ne? Also wenn sie da jetzt diese Blume am Wegrand sehen und die weckt ihr Interesse, dann können Sie da ruhig mal eine Viertelstunde verweilen, während wir als Erwachsene auf die Uhr gucken und denken, das ist schon der Weg zum nächsten Termin. Ne? Und das ist eben was, wo wir wirklich uns wieder in Verbindung bringen, auch mit unseren ureigenen Anteilen. Also wenn mir das jetzt Spaß macht, ja, in der Persönlichkeitsentwicklung, also wir denken also ja häufig so, okay. Prinzip auch, oder? Lustprinzip. Lust, ja, genau. Freud hat das als Lustprinzip bezeichnet, genau. Man kann es auch einfach Bedürfnisorientierung nennen, ja. Also das ist jetzt das Bedürfnis der Exploration. Hier will man eben jetzt mehr erfahren darüber und man gibt sich dem hin, ja. Und das ist ein Punkt, den können wir uns wahrlich abschauen, vor allen Dingen, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Also ein ganz klares Beispiel, wir sind zum Beispiel unzufrieden in unserem Job. Wir wissen jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Wir haben das doch gelernt und eigentlich müssten wir doch zufrieden sein und so weiter. Und jetzt streben wir nach mehr und jetzt denken wir, irgendwo muss es doch da weitergehen, irgendwo muss es doch was anderes geben. Und dann hat man vielleicht Lust, ach, einfach mal was ganz anderes zu machen. Aber das wäre irrational verrückt, ja, zum Beispiel 3 Wochen lang, also 3 Monate lang ein Sabbatical, ja, irgendwie ohne Geld verdienen, was ganz anderes machen, wandern, wo man schon immer hinwandern wollte oder weiß was ich, was es für jeden sein könnte, ja, Fahrrad fahren oder also irgendwas, wo man in so ein Flow-Erleben kommt, wo man wirklich selbst vergessen ist. Und aus dieser rationalen Haltung heraus denken wir aber nur, oh Gott, ich könnte mir nie 3 Monate irgendwie finanzieren, wie soll das denn gehen und was ist danach? Da wird es ja auch nicht besser in meinem alten Job und wo will ich denn jetzt hin? Und wir versagen uns quasi dieses Lustprinzip. Ja? Also wir würden uns versagen, als kleines Kind da jetzt stehen zu bleiben am Wegesrand und irgendwie in der Pfütze zu spielen. Ja? Weil das ist vollkommen unnütz. Ja? Unnütz, das ist, glaube ich, ein schönes erwachsenes Wort auf diese Sache. Hat nur negative Konsequenzen, alles ist dreckig, wir kommen zu spät und so weiter. Und so ist es auch im Erwachsenenleben, dass wir eben draufschauen und denken, boah, das ist versäumte Zeit, ja, ich kann mir das nicht erlauben und so weiter. Aber vielleicht würden wir ja in diesen 3 Monaten, in diesem fiktiven Beispiel jetzt, zu unserer Essenz kommen. Also vielleicht würde ja uns dieser entscheidende, fehlende Einfall in dieser Zeit kommen, wo wir in einem Flow-Erleben sind. Und wir gestehen es uns nicht zu, weil wir denken, es wäre irrational, es wäre unvernünftig und so weiter. Ne? Und es ist aber, das ist der Appell jetzt an unsere Zuschauer, manchmal wirklich vonnöten, unerklärliche Sachen zu tun, ja, die erstmal nicht sinnvoll erscheinen, aber die uns irgendwie aufblühen lassen. Ja? Also wenn wir emotional sehen, boah, da hätte ich jetzt richtig, richtig
Lust drauf. Ja? Also ich arbeite dann gern mit meinen Klienten mit so einem Tetralemma, dass wir gucken, so okay, die Situation erscheint ausweglos, in der du dich gerade befindest, aber es gibt mindestens zwei Möglichkeiten. Also du sagst immer, also ich kann jetzt nur so weiterarbeiten, weil wenn ich auf den freien Arbeitsmarkt gehe, dann wird es nie was werden, ja, dann kriege ich keinen neuen Job, Hilfe. Und dann sage ich ja, oder, also entweder oder gibt es auf jeden Fall, oder ich suche mir doch einen anderen Job, ja, zum Beispiel. Und dann könnte man sagen, sowohl als auch. Also was wäre denn, wenn du beides machst? Also du behältst erstmal deinen Job, schraubst ihn vielleicht runter, fängst einen zweiten an oder versuchst eine Eigenständigkeit aufzubauen, eine Selbstständigkeit. Und das wären jetzt die drei, also sowohl, also entweder oder, sowohl als auch, oder eben was komplett anderes. Ja? Und das kann zum Beispiel jetzt so ein dreimonatiges, so eine dreimonatige Auszeit sein, in der man selbst vergessen die Dinge macht, die man schon lange machen wollte. Ja? Und irgendwie geht es dann doch weiter. Also man muss sich manchmal wirklich zwingen, ja, aus dem Lustprinzip heraus zu handeln, ja, wenn wir bei diesem Wort bleiben. Und danach kommen erstaunliche Ergebnisse zutage. Ne? Also das kann man einfach so empfehlen. Ja, und auch mal Fehler machen zu dürfen, ist doch auch ganz natürlich. Also das ist ja, ein Kind, das überlegt doch gar nicht, ob es jetzt einen Fehler macht oder nicht, wie Erwachsene. Ja, es muss immer, ja, kein Fehler und so. Und das ist, also da gibt es doch einiges abzuschauen, eben auch spielerisches, lockeres, unbekümmertes, spontanes Verhalten. Einfach schauen und dann, etwas auch wichtig, ich meine, du kannst es ja selbst auch sehen, also du bist Mutter von drei Kindern und jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, also wenn die Kinder in die Schule kommen, dann werden sie verdreht, also sie werden verzogen, also es ist ein bisschen jetzt, ich weiß, ein bisschen streng ausgedrückt, das kann schon im Kindergarten geschehen. Was kannst du Eltern empfehlen, dass das eben nicht passiert, dass eben die Kinder nicht da plötzlich völlig konditioniert und weiß nicht was und unter dem Scheffel oder einfach eben verzogen werden, dass eben die Kinder möglichst dasjenige lernen können, was eben ihren Talenten, ihren, ja, das, was sie gerne tun, dass das eben was ihnen entspricht, oder nicht, was sie da in der unbedingt in der Schule machen können. Also ich habe nicht grundsätzlich was gegen Schulen, aber vielleicht kann er eben auch das sogenannte Homeschooling oder wie man dem sagt, nützlich sein oder die Kinder zu Hause unterrichten. Also was sagst du dazu? Also das Schulsystem, eben Kinder und so und eben wegen Talenten und Möglichkeiten und so. Ja, es ist eine sehr komplexe Frage. Also ich würde so als Faustregel sagen, wir als menschliche Art, ja, brauchen wirklich am Anfang, also die ersten Lebensjahre, wirklich Schutz. Und wenn wir jetzt evolutionsbiologisch auf unsere Menschheitsgeschichte zurückschauen und gucken, wir haben die wirklich Urvölker und die heute noch lebenden Naturvölker eben das gehandhabt, dann sieht man, dass es eine eigene Dynamik hat. Also die Kinder sind bis zum dritten, vierten Lebensjahr wirklich im engen Familienverband. Also das muss jetzt nicht immer die Mutter sein, sondern das kann auch eine andere Bezugsperson sein. Aber die Mutter ist einfach die erste Zeit, also wo dieses Stillen eben noch wirklich sehr wichtig ist, anwesend oder das Kind ist in unmittelbarem Kontakt zur Mutter. Und dann findet eine Bewegung statt zur gemischtaltrigen Kleinkind- und Kindgruppe. Also das heißt, das Kind interessiert sich zunehmend mehr für die anderen Kinder und wählt eben diese Zusammenkunft.
Und das ist nicht so, wie wir das jetzt machen, also dass wir denken, okay, der gesellschaftliche Konsens ist, in Deutschland jedes 13 Monate alte Kind bekommt einen Krippenbetreuungsplatz, ja, finanziert. So, das heißt ja nichts anderes als, gib dein Kind mit spätestens 3 Monaten in die Krippe, ja. Am besten gewöhne es vorher ein, weil dann ist das Fremdeln nicht da. Und das ist eben was ich mit Bedenken beobachte, weil ich denke, das ist nicht artgerecht, wenn man das jetzt so bezeichnen kann, ja. Und mein Impuls wäre, so spät wie möglich eben die Kinder in solche artfremden Strukturen zu geben, ja, weil es kann keine Erzieherin auf 8 kleine Kinder aufpassen in so einem getakteten Struktursystem, ja, also das ist unmöglich. Also sie kann Herz haben, so viel sie will, aber sie hat so viele Auflagen, es ist einfach nicht machbar. Und es ist auch unnatürlich, du hättest keine 8 Achtlinge, ja, im gleichen Alter, wenn du dir das jetzt mal krippenmäßig vorstellst. Dann haben wir die andere Ebene, nämlich die über 3-Jährigen, also die jetzt quasi im klassischen Kindergartenalter sind. Da muss man dazu sagen, dass Forschungen ergeben haben, also Jesper Juhl hat da über 30 Jahre geforscht und hat eben gesagt, nahezu 40% der Kinder sind wirklich nicht geeignet, in diesen Kindergartenstrukturen gut sich zu entwickeln. Ja, also das muss man einfach mal, das ist eine Zahl, die wird kaum irgendwo genannt. Ich habe die auch nur einmal von ihm aus seinem Research da gehört und war sehr beeindruckt, weil ich dachte, wow, das bedeutet, dass quasi 4 von 10 Kindern, ja, naturgegeben gar nicht in der Lage sind, sich da gut anzupassen. Ja. Na, und das ist viel, ja. 40% ist ja fast die Hälfte. Ich auch nicht. Und ja, genau. Und da ist eben die Frage, können wir was an den Strukturen ändern? Also heißt, ne, würden Reformen irgendwie des ganzen Bildungs- und Betreuungssystems was bringen? Oder müssen wir einfach jetzt auf die Schnelle, weil wer jetzt kleine Kinder hat, der stellt sich natürlich die Frage, was mache ich am besten? Ja, müssen wir selbst als Eltern agieren und handeln und alternative Umgänge generieren, ja, und das ist natürlich eine große Herausforderung für die jungen Familien, weil wir heute in einer Zeit sind, wo diese dorfähnlichen Strukturen nicht mehr gegeben sind, das heißt, es gibt nicht die Oma, es gibt nicht die Tante, die mal da aufpassen kann, manche haben diese Gunst noch, ja, aber in den meisten Fällen ist es nicht so, die arbeiten selbst oder sind eben wo ganz anders verstreut. Und da muss man wirklich einfallsreich sein, um alternative Betreuungsmöglichkeiten zu geben oder alternative Arbeitsverdienstmöglichkeiten zu generieren, dass man sich das überhaupt leisten kann, weil es ist heute nicht mehr eine Frage der Gesinnung, des Mindsets, ob man das will, sondern es ist wirklich eine finanzielle Frage. Also kann ich es mir leisten, Kinder zu Hause zu haben, ja? Oder muss ich quasi arbeiten gehen? Und das ist selbst in vielen Akademikerfamilien, also ich weiß es, ich habe ja jahrelang in Potsdam in einem wirklich, ja, sagen wir mal, gehobeneren Milieu gelebt und habe wirklich viele Akademikerfamilien im Umfeld gehabt und da entscheiden sich die wenigsten dafür, minimalistisch zu leben und dafür aber ihre Kinder zu Hause zu betreuen, ja, also das ist wirklich ein finanzieller Akt mittlerweile und das ist natürlich sehr, sehr schade für die Gesellschaft. Und dann kommt es jetzt natürlich die nächste Stufe und das ist die Schule. Und da haben wir in Deutschland ja quasi keine Wahl. Ja, in der Schweiz gibt es manche Kantone, da ist Homeschooling möglich, in Österreich, also in fast allen anderen Ländern außer Ungarn und Deutschland. Kannst du Homeschooling machen unter bestimmten Auflagen. Das heißt, die Bildungspflicht existiert, was ja auch total in Ordnung ist. Ja, der Staat prüft durch irgendeine Art und Weise eben, ob die Kinder vernachlässigt sind oder ob sie wirklich an Bildung gelangen, ja, und gebildet sind. Und in Deutsch, also für die deutschsprachigen Zuhörer, die das jetzt noch nie gehört haben, da ist das nicht möglich. Da wird man quasi illegalisiert. Das ist auch ein Grund, warum wir quasi ausgewandert sind als Familie. Und meine Kinder lernen jetzt frei. Also die sind wirklich so, dass sie nach ihren eigenen Interessen und nach ihren eigenen Wissensständen sich weiterbilden. Und ich begleite sie, aber ich mache eben kein klassisches Homeschooling, sodass wir jetzt sagen, jetzt haben wir Deutsch, jetzt haben wir dieses. Aber sobald sie ein Interessengebiet haben, gehen wir dem nach und
sie kriegen eben diese Informationen, die sie haben wollen, ja, und wir fördern quasi ihre individuellen Interessen. Aber das kann erstens nicht jeder, also das ist wirklich eine Zeitfrage, und die Kinder brauchen auch letztendlich Kontakt zu anderen Kindern. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann das als Familie nicht darstellen. Ja? Ich kann nicht die gleichaltrigen, die gemischtaltrige Gruppe ersetzen. Mhm. Ich bin und bleibe Mutter, auch wenn ich noch so freundschaftlich bin. Ja? Es ist wirklich so, der Kontakt zu anderen ist ganz, ganz wichtig. Und da gibt es eben dann wieder nur die Möglichkeit, andere Familien, die es ähnlich machen, zu suchen, weil ansonsten sind die Kinder den ganzen Tag eben in der Schuleinrichtung, ne? Und das ist in Portugal ja auch nicht anders, ja. Interessant, ja. Zum Thema Kontakte, Beziehung etwas. Was rätst du, was kann eine Verbindung, eine Beziehung möglichst fruchtbar, anregend, schön, genussvoll, interessant machen in diesem Zusammenhang? Du nennst es auch auf der Seite, auf deiner Seite. Was verstehst du unter achtsamer Umgang miteinander und auch wertschätzende Kommunikation? Ja, das sind mittlerweile so geflügelte Worte. Ja. Ich finde, man kann es ganz, ganz, ganz einfach runterbrechen und auch die wertschätzende Kommunikation. Seien wir ehrlich, also ne, wenn wir irgendwie im Alltag sind und so, da müsste man sich schon echt umstellen, um in einer bedürfnisorientierten Sprache zu kommunizieren. Ja, das ist ja schon viel, wenn ich in der Ich-Botschaft bleibe und keinen Mann verwende. Ja, aber auch das, finde ich, kann man ganz bewusst trotzdem so machen. Also ich bin kein Verfechter von einer kompletten Umstrukturierung der Sprache, sondern eher so, dass wir einen Gewahrsam entwickeln. Ja? Also wenn es quasi wehtut, wenn man merkt, man stößt jetzt mit einem Gegenüber an, sei es das Kind, sei es die eigenen Eltern, sei es der Partner, dann kann man eben gucken, was kann ich da vielleicht ändern. Ja? Und dann, wenn der Partner eben idealerweise auch ein Gewahrsein dafür entwickelt und mir vielleicht auch spiegeln kann, was da noch so ankommt an Zwischenbotschaften, ja, dann kann ich da auch wieder Rückschluss drauf ziehen und kann eben sagen, oh nein, so habe ich das gar nicht gemeint. Ja, und der andere kann dann trotzdem bei seiner Wirklichkeitskonstruktion bleiben, bei seiner Wahrnehmung, das fühlt sich aber für mich so an. Und dann kann man eben auch an bestimmte Grenzen kommen. Und das denke ich immer, das sind die Grenzen der Kommunikation, weil ich kann mir eine noch so gute, achtsame Sprache zulegen, ich kann noch so ein gutes Gewahrsam haben, der Partner kann sich auch so gut entwickeln und trotzdem gibt es irgendwann die Grenze zwischen mir und ihm. Und in einer Partnerschaft ist es eben ganz wichtig, dass man diese Grenzen akzeptieren lernt und dass man sagt, okay, und wenn das jetzt noch 50 Jahre so bleibt, ich möchte trotzdem mit dieser Person zusammen sein. Und im größtmöglichsten Rahmen haben wir eine gute Übereinkunft, aber es gibt sequentielle Abteile davon, die funktionieren einfach nicht. Da hat er seine und ich meine Wahrnehmung und das wird auch wahrscheinlich immer so bleiben. Ja. Und wenn ich damit gut leben kann, dann ist es eben eine Entscheidung. Ja? Und das ist was wir, glaube ich, heutzutage verwechseln und denken, wir müssten jetzt, nur weil wir diese Methoden, ja, dieser Achtsamkeit und der wertschätzenden Kommunikation und so anwenden, üben und praktizieren, müssten wir auf ein hundertprozentiges Harmonieerleben kommen. Ja? Also da müsste alles stimmen, da müsste es tutti frutti sein, ja. Und wie frustrierend ist das quasi, ne? Wenn du immer wieder erlebst, oh nee, ne, jetzt sind wir schon wieder im Streit, jetzt haben wir schon wieder, ja, irgendwie eine blöde Situation, ja. Ich habe schon wieder die Kinder angeschrien, ne? Die Kinder sind schon wieder über die Grenzen gelatscht von mir und ich weiß nicht, wie ich es noch zeigen soll, dass ich nicht mehr kann, ja. So geht es ganz vielen Eltern und so geht es auch ganz vielen Partnern, ja. Und das, ja. Ich denke, es kann schon helfen, also beiden Teilen, also dem Partner, der Partnerin eben, dass sie
das Spiegelgesetz verstehen, oder? Also ich meine, dass es ja auch in einer Partnerschaft darum geht, eben sich gegenseitig da alle möglichen Schattenmuster eben da auszulösen. Also ich glaube, wenn da beide da Verständnis dafür haben, dann ist schon mal recht vieles gut, oder ja, dann ist es schon sehr konstruktiv, denke ich mal. Genau. Ja, und das ist eben eine weitere Beschränkung, dass wenn ich mich jetzt entwickle, ja, und ich wirklich Dinge verstehe und ich zum Beispiel das Spiegelgesetz sehe, ne, und sehe, oh, wir haben uns jetzt angezogen und jetzt sind wir wieder in einer Situation und diese Situation verstehe ich nicht als Krise, sondern ich sehe die als Chance. Mhm. Und ich möchte jetzt hier weitergehen und willst du nicht auch? Ich lade dich ein, lass uns doch da mal hingucken gemeinsam. Und der andere ist aber nicht so weit, ne? Und kann das nicht sehen und beharrt eben auf seinen Empfindungen und kann nicht da diesen nächsten Entwicklungsschritt gehen, dann kann es eben auch angezeigt sein, dass ich das akzeptiere. Und wenn ich damit gar nicht leben kann, dass ich dann eben tja, vielleicht auch eine Trennung als gute Lösung erweisen kann. Ja? Also ich bin jahrelang Paartherapeutin und das ist wirklich ein Punkt, den muss jeder für sich selbst definieren, weil ich kann quasi nicht dir das Urteil fällen und sagen, also so wie dein Mann ist, das ist nicht in Ordnung. Ja? So wie deine Frau umgeht, das ist nicht in Ordnung. Sondern ich kann nur sagen, hältst du es noch lange aus? Ja? Also wie würdest du damit gehen, wenn du dir vorstellst, das bleibt so? Mhm. Und das muss eben jeder für sich selbst entscheiden und es ist häufig manchmal, wenn man es jetzt ganz trocken sagt, eine Nutzen-Kosten-Entscheidung, ne? Weil es gibt immer Parts, die tun mir unheimlich gut in der Beziehung und dann gibt es Parts, die tun weh. Und du musst eben entscheiden, ist das fruchtbar, das, was weh tut? Mhm. Ja, also kann sich das in fruchtbaren Boden verwandeln oder ist der übersäuert, ne? Und das wird auch nicht mehr. Und so musst du dann eben eine individuelle Entscheidung treffen. Also es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, daran zu arbeiten. Ja, ich wollte jetzt nur sagen, dass es natürliche Grenzen hat. Ne? Also ich kann quasi immer nur so weit arbeiten, wie der andere auch bereit ist, das wirken zu lassen auf ihn wieder. Ne? Und ja. Und so kann ich voranschreiten. Also es gibt der freie Wille des anderen und den gilt es halt zu respektieren. Gell? Ich möchte mit dir noch über das Geldbewusstsein kurz sprechen. Gerade in deinem super Online-Kongress für Coaches gab es da viele wunderbare Experten, die da auch sehr gute Impulse setzen können, weil das Problem ist, ich kenne es ja selbst bis vor nicht allzu langer Zeit, wir geistig-spirituell Arbeitende, also wir haben da einfach, man muss es sagen, wir haben da einfach Entwicklungspotenzial in Sachen Geldbewusstsein, oder? Kannst du vielleicht noch zwei Punkte aufzeigen, wie man das verbessern kann, weil eben ich sehe es auch bei vielen Berufskolleginnen und Berufskollegen, man schämt sich fast, Geld zu verlangen. Also gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also da wird einfach gesehen, ja, Geld, das ist eben auch, gehört dazu. Und ja, ich glaube, das ist unsere gesellschaftlich verankerte Trennung in ich mache was aus Freude, ja, ich mache was mit Spaß und das darf nichts kosten. So. Also ja. Ich habe wirklich ganz viele Leute, die sagen, ja, also wenn ich jetzt Übersetzungsarbeit mache als Übersetzer, da nehme ich Geld für. Aber wenn ich jetzt jemanden berate, wie die aussteigen können oder wie sie ihre Kinder frei lernen lassen, ja, dann kann ich dafür kein Geld nehmen. Also eine ganz liebe Freundin von mir, ne? Und ich denke, genau das ist der Punkt. Das haben ganz, ganz, ganz viele, die quasi sagen, nee, das wäre ja unethisch. Also wenn ich jetzt für eine Mütterberatung mache und ich nehme da über 80 Euro, das kann ich ja nicht machen, weil die haben das Geld. Ne? Mhm. Und da müssen wir einfach ansetzen, weil das hat auch viel mit unserer, also zum einen mit diesem Berufungsgedanken, dass wir denken, ich kann nur das machen, was quasi wie ein Handwerk ist. Mhm. Dafür kann ich Geld nehmen, ja. Aber wenn mir meine Arbeit auch noch Spaß macht, dann wäre es ja unethisch, dafür Geld zu nehmen, ja. Weil es ist ja fast keine Arbeit. Und das ist, glaube ich, so eine geistige Blockade, die wir haben, unabhängig davon, was wir
gelernt haben in unserer Kindheit. Ja, Geld ist dreckig, wasch dir die Hände, du hast jetzt gerade Geld angefasst, es sind ganz viele Bakterien dran. Das ist ja natürlich physisch auch ein wahrer Punkt, aber was damit schwingt, ist einfach so, Hände weg vom Geld, ja. Und dann diese ganzen Sachen so, die sind reich, ne? Die können sich das leisten. Und all das, was man immer gehört hat in der Kindheit über Reiche, ne? Also das, die sind ja nur so reich, weil sie nichts geben. Die sind nur so reich, weil sie immer sparen. Die sind nur so reich, ne, weil sie das auf den Rücken der anderen verdient haben. Und all das weckt bei uns eine negative Assoziation, die häufig unterbewusst ist. Also wir denken, oh ja, natürlich will ich mehr Geld verdienen, aber ich muss ja nicht gleich reich sein. Ja? Also Millionen will ich ja damit nicht machen. Ganz viele. Ich war jetzt wieder in Deutschland und das sind wirklich gute Unternehmer, gute Freunde von mir, die haben selbstständige Läden, Buchhandel, also wirklich ganz toll was auf die Beine gestellt. Und dann sagen sie aber immer mit so einer Beschränkung, aber es soll ja nur für uns reichen. Ich muss ja jetzt hier nicht reich werden damit. Und dann denke ich, ja, wie interessant. Ja? Also sie gönnen sich quasi nicht diesen entscheidenden Schritt da raus aus dieser Falle zu gehen, weil es wäre ja möglich, mit einfachen Mitteln da darüber hinauszukommen, ja, dass es nicht jeden Monat irgendwie gerechnet werden muss und jetzt so ist das Geld schon wieder alle, ne? Sondern man könnte ja großspuriger denken, aber allein schon dieses großspurige Denken hat eine Negativassoziation, ja, erfolgreich sein, wow, wie viele. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich manchmal für wirklich irritierende oder ich will nicht sagen böse E-Mails bekomme von Kollegen, die wirklich sagen, also ich muss nicht erfolgreich sein, dieses ganze Geldgehabe, und die so wirklich angepiekst sind, weil sie da sehr sensibel sind auf diesen Punkt und die wirklich sagen, ich arbeite so gern, aber ich möchte kein Millionär werden damit. Und so eine Empörung mitschwingt, ne? Und so, ja, musst du doch nicht, Entschuldigung, ja. Und dann sieht man aber, wie sehr das verankert ist, also in allen Schichten, ja, und gerade in diesem spirituellen Bereich, ja. Also das ist was, da müssen wir einfach hinkommen und das geht, indem wir eben aufdecken, wo habe ich denn jetzt hier emotionale und auch kognitive Hürden. Ja? Also ich kann meine ganzen Glaubenssätze bezüglich des Geldes immer bewusster werden lassen. Ich kann mich wirklich hinsetzen, kann die aufschreiben und sagen, was fällt mir zum Thema Geld ein? Ja, Geld ist dreckig, Geld macht gemein oder ne? Also all diese Sachen, die wir in der Kindheit gehört haben. Aber das ist immer nur der Teil, den ich bearbeiten kann, der bewusst ist. Wir haben aber noch einen gehörigen Teil, der ist unbewusst, ja. Und zudem komme ich eben über so emotionale Geschichten ran. Wenn ich zum Beispiel im Geschäft kaufe und an der Kasse wird der Preis gesagt und ich höre quasi nicht hin und gebe so verschämt meine Karte hin und lunze nicht auf den Betrag und denke so, oh, 60 Euro, bist du, wo schon wieder das Geld hin ist. Ja, ich habe doch nur ein paar Sachen gekauft. Oder man bezahlt was und denkt so, oh nein, 100 Euro, oh naja, irgendwie wird es schon gehen. Ne? Und das ist der Punkt, der ist unbewusst. Ja? Und da müssen wir ran, weil es muss schön sein zu geben. Ja? Also ich muss wirklich dahin kommen, dass ich das Geld gebe und sage, 50 Euro, ja geht und kommt wieder, kommt zahlreich wieder. Ja? Ich muss das bezahlen, ich muss sagen, 200 Euro und ich gebe es gern, weil ich weiß, dass es doppelt so viel und dreimal so viel wiederkommt. Ja? Das muss das sein. Ohne dass ich jetzt da konkret arbeiten dran muss, sondern ich muss mich einfach diesen Ängsten stellen. Und ich kann auf der einen Seite eben das wirklich rational bearbeiten mit dem, was mir einfällt, was eben bewusst ist. Und das, was unbewusst ist, spiegelt mir eben mein negatives Gefühl wieder. Ja, wenn ich den Kontoauszug angucke und ich denke so, oh, das tut weh, ja, oder ich weiß so, oh, ich würde mir gern das kaufen, aber ich kann es nicht. Dass man da auch das wieder transformiert und sagen, momentan möchte ich es gerade nicht kaufen, ja, weil es sind mir gerade andere Sachen wichtiger. Das ist was ganz anderes, als wenn ich mir immer wieder suggeriere, ich kann es mir nicht leisten. Und man muss wirklich dann ja visuell auch diese Reichtumsquelle anvisieren, ja, man muss sich damit verbinden und man muss vor allen Dingen in dieses Gefühl der universellen Fülle kommen. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Entscheidendes. Und da sind wir wieder ganz am Anfang, wo du gesagt hast, ne, wir können es ruhig so benennen, es gibt was darüber hinaus und sei es eben, ne, das Göttliche um uns drumherum und da ist sie eben, ne, diese göttliche Quelle der Fülle, der universellen
Unendlichkeit, ja. Mhm. Und wenn wir das spüren und uns wirklich damit verbinden und wir sagen, es kann quasi nichts passieren, ja, ich bin immer verbunden, ich bin immer da und es wird zu mir strömen, ja, dann kann ich da auch leichter und also das Geldbewusstsein bearbeiten und auch in die Fülle kommen. Sehr schön, sehr schön. Jetzt, Stefanie, zum Schluss unseres Gesprächs. Magst du noch irgendetwas erzählen, was dir wichtig ist? Vielleicht hast du noch irgendeine spezielle Vision oder vielleicht haben wir noch irgendetwas nicht behandelt, was jetzt wirklich auch noch raus muss. Genau, das darfst du jetzt doch gerne anbringen, wenn du möchtest. Genau. Also wir haben es ja eben schon angedeutet, also das ist was ich quasi mit auf den Weg geben möchte, dass wir uns zu jeder Zeit immer wieder bedienen können, von einfachen Affirmationen, ja, zu leben. Und das kann zum Beispiel sein, ich bin verbunden, ja, so mit allem. Das kann das innere Kind sein, das kann der Partner sein, das kann die universelle Quelle der Fülle sein, ja, der Unendlichkeit, also dass wir einfach uns Mantra ähnlich immer wieder wie in so einem Einschlaflied quasi einlullen. Und einlullen ist fast schon negativ, ja. Ich meine es wirklich in einem sehr wertschätzenden Modus, ja. Sondern dass wir wirklich unser Unterbewusstsein ja ergänzen. Und in dem Moment, wo ich mir quasi sage, ich bin verbunden, sage ich mir nicht, ich bin schlecht, ich bin ungenügend, ich mache Fehler, ich schaffe es nicht, meine Familie zu finanzieren, ja, sondern ich lege da einfach eine andere Spur ein, ich lege eine andere Kassette ein, hätte man früher gesagt, ja, heute macht man eine andere MP3 drauf. Und das können wir eben super machen, ja, dass wir, wenn wir aufwachen, uns einfach zum Beispiel sagen, ich bin verbunden, ja, ich bin die Vollkommenheit, ja. Und dann kommen, das ist das Wesentliche dabei, dann kommen eben die alten Glaubensmuster. Ja, nein, ich bin nicht vollkommen. Ich habe gestern diesen Fehler gemacht. Ich habe mich doch schon wieder gestritten. Ich habe doch dieses und jenes. Ne? Und da können wir super dran arbeiten. Und manchmal kann es aber auch gut sein, das ruhen zu lassen und einfach ziehen zu lassen. Ja, also dass wir sagen, ja, da sind sie wieder, die alten Gedanken. Ich kenne euch gut. Danke, dass ihr da seid. Heute nicht. Heute lasse ich euch einfach weiterziehen, ja. Und da können wir sehen, wie weit wir sind in unserem Entwicklungszustand. Weil wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt alles bearbeiten, dann kann das gut sein, ja. Also es kann gut sein, da hinzuschauen, aber es gibt auch einen Punkt, da lässt man es einfach ziehen. Und den merkt man aber, ja. Also das ist jetzt, das spürt man einfach, wenn man genug an diesen Themen gearbeitet hat und man quasi bearbeitungsresistent ist, ja. Also die Therapeuten sagen dann therapieresistent, dann kann es auch gut sein, das einfach ziehen zu lassen und sagen, okay, hier sind sie wieder, die alten Verhaltensmuster, ne? Ich lasse euch ziehen, danke, dass ihr da seid und lebt wohl. Ich lebe jetzt mein neues Leben und meine neue Schwingung. Und dann kann man eben sämtliche Affirmationen benutzen, die einem gut tun und die vor allen Dingen auch mit Ich Bin, ja, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, so ganz am Anfang auch beginnen, weil das ist die stärkste Affirmation, die einfach direkt reingeht, ja. Super, ja, vielen herzlichen Dank, liebe Stefanie, für dieses wirklich sehr interessante, inspirierende Gespräch. Ja. Vielen, vielen Dank, Peter, für die Einladung und für diese super Arbeit mit dem Kongress. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema und ich hoffe, dass es sehr viele fruchtbare Böden gibt. Ja? Genau. Und ja, liebe Hinsehen, lieber Hinseher, auch dir vielen herzlichen Dank für das Interesse und ja, tschüss. Alles Liebe an alle. Ciao.